Einen wunderschönen guten Tag. Ja, wir wollen heute nochmal einen Automaten implementieren, Karl. Und zwar ist das so ein, ja, das ist ein bisschen ein lustiger Automat, Karl. Und zwar ist das ein Säufer, Karl. Und zwar, dieser Automat, der ist am Anfang mal nüchtern, Karl. Und ja, wenn er jetzt nüchtern ist und der trinkt ein Glas Wein, Karl, dann wird er heiter, gell? Also er kann nüchtern sein oder er kann heiter sein. Und sobald er ein Glas trinkt, gell, dann wird er schon heiter, gell? Wenn er heiter ist und er trinkt ein weiteres Glas, gell, dann wird er betrunken, gell? Okay, also wenn er in den Zustand irgendwo ist, wo er ja, heiter ist, dann kann er betrunken werden, gell? Und zwar sofort mit einem weiteren Glas, gell? Ja, also ist er hingegen heiter oder betrunken, gell, und trinkt hintereinander 5 Gläser Wasser, dann wird er nüchtern, gell. Aber die muss er hintereinander trinken, gell. Also hintereinander 5-mal Wasser, gell. Und dann kann er sowohl aus heiter als auch aus betrunken wieder zu nüchtern kommen, gell. Ja. Wenn es hingegen weniger als 5 Gläser Wasser sind und er trinkt zwischendurch mal ein Glas Wein, dann ist er sofort wieder betrunken, gell? Okay? Oder bleibt heiter, wenn er heiter war, gell? Je nachdem, wo er eben war, gell? Ja, also, ja, das ist jetzt ein bisschen ein größerer Automat, gell? Also triff alle notwendigen Annehmer, die du brauchst, gell? Und dann wollen wir den Automaten in all seinen Teilen schreiben und programmieren, gell? Und das wollen wir mit Enums machen, gell? Also wir wollen also diese Zustände, die wir brauchen, die wir ja jetzt entwickeln, dann durch ein Enum im Programmcode bezeichnen, gell? Und so können wir die verschiedenen Zustände, die wir brauchen, dann durch diese Bezeichner eben darstellen, gell? Ja, dann wünsche ich eine gute Arbeit.